Und willkommen zurück in Griechenland, Leute. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. So, wie versprochen, heute werden wir das Orakel das zweite Mal befragen. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt ein bisschen mehr Antworten kriegen. Vor allem auf den Kult des Kosmos. Haben wir da vorher was gehört? Mal schauen, ob die uns mehr sagen kann. Und vielleicht kann sie uns auch sagen, wo unsere Mutter ist. Das hat sie uns ja auch noch nicht erzählt. Aber das werden wir uns jetzt alles anschauen. So, Wachen sind alle erledigt. Hier dürfte nichts mehr sein. Da drin ist er. Und dann schauen wir doch gleich mal rein. Oh, Wachen! Ich will dir nichts antun. Wir sind keine Wachen mehr. Ich will nur antworten. Die Pythia ist ein heiliges Gefäß der Götter. Die Menschen reisen für meine Antworten um die Welt. Aber keiner würde es wagen, in mein Haus einzubrechen. Apollons Zorn wird grausam und schnell sein. Wachen! Du solltest vor mir Angst haben. Genug mit den Lügen. Sag mir endlich, was ich wissen will. Ich kann nicht atmen. Wenn du schreist, wenn du mich anlügst, werde ich dir die Kehle durchschneiden. Genau. Ich bin schon tot. Sie werden herausfinden, dass du hier warst. Und dafür werden sie mich töten. Wer? Dieser Kult des Kosmos? Sprich! Ja, der Kult will dich tot sehen. Sie wissen, dass du hier bist. Ich werde den Kult finden. Das ist deine Chance, das Richtige zu tun. Sag mir, wo ich den Kult finden kann. Sag mir, wo sie sind. Oder wir suchen gemeinsam nach ihnen. Unter dem Tempel des Apollon liegt eine alte Kammer. Ich glaube, dass sie sich dort treffen. Aber ohne Maske und Mantel wirst du es keine zwei Schritte weit hineinschaffen. Und woher bekomme ich so etwas? Mich besucht ab und an ein Mann. Er vergewissert sich, dass ich gut behandelt werde. Ich besitze das größte Haus in der Chora von Delphi. Und dennoch gibt er mir Drachmen für meine Mühen. Boah, ich finde ihn unheimlich. Wie heißt er? Elpenor. Der ist schon down. Elpenor? Er gehört zum Kult? Den hab ich doch schon umgebracht, das oder? Das weiß ich nicht sicher. Aber wenn, dann besitzt er die Sachen, die du brauchst. Ich habe Elpenor in die Unterwelt geschickt. Ich wusste doch, dass seine Maske noch nützlich sein würde. Ah! Geh jetzt! Du wirst von der Dunkelheit begleitet. Die Maske, genau. Die haben wir schon. Oh, wieso wird die jetzt abstechen, die Kuh? Ich sollte Herodotos erzählen, was die Pythia über den Kult gesagt hat. Vielleicht weiß er Rat. Okay, dann gehen wir mal zu Herodotos. Und es regnet schon wieder in Athen. Ah, hier ist noch ein... Im Auge mal... Also, was hat dir die Pythia erzählt? Der Kult des Kosmos verfolgt mich. Aber jetzt mache ich Jagd auf ihn. Sie treffen sich in einer geheimen Kammer unter dem Tempel des Apollon. Also ist alles wahr. Wenn der Kult eines geschafft hat, dann diesen alten Mann zu täuschen. Einen Anhänger habe ich getötet. Elpenor, ich traf ihn in Kefalenia. Mit seiner Maske und seinem Mantel kann ich die Kammer betreten. Also sind sie unter dem Tempel des Apollon? Ja. Bei der Höhle von Gea. Ich glaube, ich kenne diesen Ort. Geh dorthin, wir treffen uns da. Alles klar. Der Anführerstatusfokus ist jetzt angreifbar. Okay, Leute, ich würde sagen, weil es ja jetzt hier immer weiter mit der Hauptquest geht, wir machen jetzt diese blöde Schlacht hier noch nebenbei schnell durch und schauen, was wir dann bekommen. Herausforderung schwer, Herausforderung normal. Was für ein Ding? Wir machen hier schwer natürlich. Genau, das werden wir jetzt gleich mal machen. Und wir haben einen Helm bekommen, habe ich gesehen.
Schauen wir uns die nochmal an. Stufe 14. Attentatschaden, Schwertschaden. Schwert haben wir schon, Kriegerschaden. Ja, ich lasse den mal an. Weil wir hier im Nahkampf mit dem ein bisschen mehr Damage machen. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir doch die blöde Schlacht. Und danach machen wir dann mit der Hauptstory weiter. Weil viel ist ja hier eh nicht mehr zu tun in dem Gebiet. Und ich denke mal, dass uns die Hauptstory dann weiterführen wird zu den nächsten Gebieten. Und ich weiß ja nicht, ob man die Schlacht verpassen kann oder so. Deswegen mache ich die jetzt lieber gleich. Ich muss mich verstecken. Nicht, müssen wir. Rot und blau, warum schwer und... Ich werde auf jeden Fall auf der Seite der Spartiaten kämpfen. Schwer kriegen wir halt mehr Loot. Wir nehmen alles mit an Loot, was geht. Loot! Das ist blaue Lager anscheinend, oder? Okay. Ich denke mal, dass die nur mehr Leben haben dann wahrscheinlich, oder? Schauen wir einfach mal, das sehen wir jetzt gleich. So, wir sprechen mal. Du siehst kampflustig aus. Wenn du dich nach einem ehrenhaften Tod sehnst, dann geh zu den Athenern. Doch wenn du Ruhm willst, dann schließ dich den wahren Kriegern an. Klar. Ich suche weder den Tod noch Ruhm, Spartiat. Nur Drachmen. Keine Sorge, wir bezahlen unsere Söldner gut. Zumindest die, die überleben. Ich kämpfe für Sparta. Ich teile den Sieg mit euch. Und die Beute. Klar. Überlebe die Schlacht und du wirst deinen Anteil erhalten, Söldnerin. Okay. Schlacht, Sparta! Schlechter Tag für Athen! Ein glorreicher für Sparta! Schauen wir mal, ob wir die Busse legen können. Und diese mit Gift arbeiten hier. Nicht leben lassen.
Stirb, du elendiges Vieh! Weil hier ist fast Gleichstand. Ja, läuft, 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 läuft. So, schauen wir nochmal, ob hier noch irgendwo ein Boss ist. Könnt ihr den feindlichen Haupt nehmen? Okay, wo ist der feindliche Hauptmann? Was? Warum muss ich so weit hinten laufen? Ah, das ist doch nicht das. Ah, da hilft mir so. Fertig! Hab mir Metallhäutige wurde getötet. Sehr schön. Schauen wir doch mal. Unser Inventory. Hier etwas Schönes. Gesundheit, machen wir das mal. Was haben wir hier? 14er, die sind aber wahrscheinlich ja nicht recht viel. Hier geschaden. Ja, wir bleiben bei denen. Was haben wir da? Oh, hier haben wir auch was Schönes. Und wir haben einen neuen Bogen bekommen, habe ich gesehen. Zwei neue Bögen. Attentatschaden, Jägerschaden. Giftschaden, sehr schön. Ah, den haben wir schon. Okay. Nehmen wir das Zeug hier noch ein bisschen mit. Ein paar Drachmen und dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal zum Herodotos. Da können wir uns ja gleich hinporten, aber wir nicht so weit rennen.
schnelle Reise. Also Speer ist noch nicht so meins. Ich glaube, ein Schwert oder so ist besser. Wir haben zwar eins, aber es ist halt nicht mehr so stark. Ich glaube, ich werde eher auf Schwert gehen. Gefällt mir ein bisschen besser, ist immer ein bisschen agiler, finde ich. Man hat zwar nicht so die Reichweite wie mit dem Speer, aber ich komme damit irgendwie ein bisschen besser klar. Sodala. Okay, Rotos ist hier hinten irgendwo. Da unten steht er. Also das ist die geheime Kammer. Das ist sie also. Die verborgene Kammer des Kults. Hier, die ganze Zeit. Ich gehe rein. Passt du auf meine Sachen auf? Es wäre besser, wenn du unbewaffnet gehst. Eine Waffe werden sie sicher nicht dulden. Ohne Waffe? Wie sehe ich aus? Ach du Scheiße. Wie ein Halloween-Kostüm. Beängstigend. Gut. Komm zu mir, wenn du die Wahrheit herausgefunden hast. Und behalte einen kühlen Kopf. Handle nicht überstürzt. Ich überstürzt? Ich kann ja nicht mal eine Fackel nehmen. Okay, dann schauen wir doch mal. Wer hat sich diese lächerlichen Kostüme ausgedacht? Wo sind die Schlangen rum? Komische Schlange hier rum kriechen. Gehen wir lieber mal langsam rein. Wir wollen nicht überstürzt handeln. Sehr spät. Zum Glück ist Deimos noch nicht hier. Entschuldigung, das ist mein erstes Mal. Eine neue Rekrutin? Herzlich willkommen! Ziemlich viele Leute hier. Sie alle teilen unsere Gesinnung. Gut. Wir treffen uns, um die Fortschritte des Kultes seit dem letzten Treffen zu besprechen. Wir haben uns schon recht lange nicht getroffen. Wo kommen die alle her? Von überall her. Wir kommen als Gemeinschaft zusammen. Hier gibt es keine Gegner, kein Krieg, keine zwei Seiten. Wer ist Deimos? Du hast jemanden erwähnt. Deimos. Wer ist das? Seinen Namen wirst du dir sehr schnell merken können. Er ist unser Anführer. Ich bin sicher, dass er das glaubt. Aber nein, er ist unsere Waffe. Er ist schwierig. Aber er leistet wichtige Arbeit für uns. Ich beneide ihn kein bisschen um seine Stellung. Ich unterhalte mich mit den anderen. Hab Dank. Ja, mach nur, bevor Deimos auftaucht. Wer weiß, ob du danach noch zu Wort kommst. Okay, Untersuchungsgebiet. Wir müssen wahrscheinlich mit den Leuten hier reden. Also gut. Der Höchstbietende bekommt einen olympischen Wettkampf. Du hörst nicht recht. Ich bin noch nicht überzeugt. Du, wir brauchen eine unvoreingenommene Meinung. Warum Ressourcen vergeuden, um eine Frau zu suchen, die wir nicht finden können?
Wenn wir unsere Kräfte konzentrieren, gehört Athen uns. Kümmern wir uns um die akuten Gefahren. Wir sollten Perikles unschädlich machen. Nicht ohne die Mutter. Wir sind nicht stark genug ohne die Mutter. Soll nicht meine Mutter, oder? Hören. Wenn überhaupt, sollten wir den Vater finden. Okay. Die Mutter kennen wir. Nach dem Vater zu suchen, wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Was meinst du? Sollten wir die Mutter aufspüren oder den Vater? Oh, wieder noch? Weder noch. Hast du eine bessere Idee? Die Schwester, Cassandra. Die haben wir schon so gut wie in der Hand. Wir müssen an die Zukunft denken. Nein. Kümmert euch um sie. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt... Mal ablenken von den Eltern. Informationen, um diese Kultisten zu entlarven. Wir müssen jetzt den Vater finden. Bisher geht es nur um Blut, aber wer weiß, Deimos will vielleicht als nächstes unsere Hände. Na los, mach schon, bringe dein Opfer. Nö. Nein, danke. Das Blut ist für die Sache, nicht für den Jungen. Erbringe dein Opfer. Oh, verzeih mir. Du machst es ja doch. Wir müssen uns einfach darauf konzentrieren, was die Blutlinie uns bringen wird. Die Blutlinie? Die Mutter, der Vater, die Schwester. Du weißt schon, seine Sippe. Wir brauchen sie alle. Um sie zu benutzen? Das darf Deimos natürlich nicht erfahren. Du weißt, wie sprunghaft er ist. Er könnte unser aller Untergang sein. Ich werde es für mich behalten. Das solltest du. Und dass wir seine Mutter gefangen nehmen werden, darf er auch nicht wissen. Oh, okay. Erzähl mir von Deimos. Er hat uns gezeigt, was wir wissen müssen. Er ist eine Maschine, eine Waffe des Kults. Jemandem, der so labil ist, kann man solche persönlichen Informationen nicht anvertrauen. Um was mit ihr zu tun? Ich würde nicht so laut sprechen an deiner Stelle. Vertraue darauf, dass sie uns nutzen wird, sofern wir sie kontrollieren können. Weißt du, wo sie ist? Nein, aber bald wissen wir es, das versichere ich dir. Sie ist das nächste Ziel des Kults. Ich muss los. Auf unsere großen Ziele. Auf die Ziele. Okay. Von hier sind wir gekommen. Gehen wir doch mal hier lang. Briefe vom und an den Kult. Götter, sie haben Stellungen in der ganzen griechischen Welt. Die Gefahr ist größer, als ich dachte. Okay, dann brauchen wir noch einen Hinweis. Aber wo? Vielleicht. Okay, ja, hier. Reiß dich zusammen, Malaka! Du bist wie ein Schwein auf dem Weg zum Schlachter! Ich tue es, ich schwöre es. Ich töte ihn.
Lass mich gehen. Siehst du gerne zu, du kranke Gestalt? Du wirst nicht nur zusehen, du wirst diesem unverschämten Stück Scheiße eine Lektion erteilen! Hat er es verdient? Das ist doch völlig egal, oder? Was ich sage, wird getan. Keine Fragen erlaubt. Nö, das mache ich nicht. Ich konnte es nicht tun. Aber ich habe keine Angst. Jetzt nicht mehr. Wenn du noch nicht mal einen Künstler töten kannst, was wirst du tun, wenn du einen Archon töten sollst? Ich werde es tun. Ich werde Phidias töten. Ich will das nicht. Ja, du wirst es wollen müssen, weil ich es befehle. Los! Nein, ich werde es nicht tun. Gib dem Feigling noch eine Chance. Tüche schuldet dir was, du glücklicher Hund. Du behältst deine Haut. Für heute. Er hätte mich umgebracht. Er ist verrückt. Vielen Dank. Mach dich nicht unbeliebt bei ihm. Bestimmt nicht. Aber er hat recht. Ich gehe sofort nach Athen. Ich werde nicht noch einmal versagen. Ich werde Phidias töten. Merkwürdig. Ich spüre etwas. Diese Pyramide, sie ist bedeckt von Scherben. Sie gleichen eher die Elpena besaß. Lege das Fragment auf das Artefakt. Ah, okay. Ah, deines war das fehlende Stück. Jetzt ist es vollständig. Immer wenn ich es sehe, ruft es nach mir und singt. Von der Macht ruft es auf dieselbe Weise nach dir. Tut es. Was machst du? Bist du völlig von Sinnen? Nein. Er ist noch nicht mal hier angekommen. Reiß dich zusammen und sei still. Zolle der Blutlinie den gebührenden Respekt. Okay. Oh, Alexios, oder? Elpenor ist tot. Ach, Deimos, es sieht aus wie Alexios. Einer von euch ist ein Verräter. Das Artefakt wird ihn enttarnen. Jeder wird auf die Probe gestellt. Du zuerst. Oh.
doch Alexios. Leben lassen. Geht's aber ab hier. Du lebst. Sie kennen mich. Meine Familie. Sie wollen meine Mutter töten. Verstehe. Schlimmer, als ich gedacht habe. Und außerdem haben sie eine Waffe. Und was für eine... Ein Bruder. Ein Kämpfer. Stärker und grausamer als alles, was ich bisher gesehen habe. Herodotos. Er ist mein Bruder. Wir müssen nach Athen. Athen? Wir müssen meine Mutter finden. Meine Kleider. Speer. Natürlich. Mein Speer. Puh. Krasse Wendung. Der Kult des Kosmos nennt meinen Bruder Deimos. Er konnte mit Hilfe eines Artefakts meine Erinnerungen sehen. Cassandra, der Mann, dem ich diene. Wir müssen ihm von all dem erzählen, bevor es zu spät ist. Hast du den Namen Perikles schon mal gehört? Perikles ist ein großer Feldherr, der den Attischen Seebund gegen die Spartiaten führt. Man sagt, er sei skrupellos. Wir führen den Bund gegen niemanden an. Perikles ist ein Mann des Friedens. Dieser Krieg wurde ihm aufgedrängt. Uns allen. Ein Feldherr, der keinen Krieg will? Unwahrscheinlich. Zweifle nicht. Er versucht, diesen Krieg zu beenden. Wir alle tun das. Wenn es Mächte gibt, die sich gegen ihn verschwören, müssen wir ihn warnen. Wir müssen los. Was mache ich denn jetzt? Du warst nicht dabei, Herodotos. Der Kult kontrolliert alles. Man kann ihn nicht aufhalten. Genau deswegen kannst du nicht einfach wegschauen. Sie wollen die griechische Welt mit diesem Krieg zerstören. Ich werde aber keine Figur in deinem Spiel sein. Tu es nicht für mich, sondern für deine Mutter. Wenn es einen Ort gibt, an dem wir etwas über deine Mutter erfahren, dann ist es Athen. Wie? Perikles umgibt sich mit den größten Denkern Athens. Den größten der Welt. In Athen kannst du deine Pflicht gegenüber deiner Familie erfüllen. Bevor es losgeht, muss ich dich bitten, zum Denkmal von Leonidas in den Thermopylen zu kommen. Leonidas? Warum? Ich muss etwas herausfinden. Etwas, das uns vielleicht hilft, den Kult zu besiegen und deine Mutter zu retten. Du hast bewiesen, dass ich dir trauen kann, aber... Beeilen wir uns, Herodotos. Erst zu den Thermopylen, dann nach Athen. Okay.
Ich sorge persönlich dafür, dass jeder einzelne dieser Kultisten stirbt. Der Kult des Kosmos. Der Kult des Kosmos ist eine geheime Organisation mächtiger Menschen, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Suche in der ganzen griechischen Welt nach Hinweisen, um die Identität seiner Mitglieder zu enthüllen und um ein für alle Mal zu zerschlagen. Okay, öffne das Kultistenmenü. Schon wieder was Neues. Alter. Im Kultistenmenü kannst du neue Hinweise einsetzen, um Kultisten zu enthüllen, zu verfolgen und den Kultisten des Kosmos zu vernichten. Ah, da habe ich schon welche besiegt, oder was? Okay. Also muss ich sie gar nicht wirklich aufspüren in Hilfe von Quests oder so. Elpenor, okay, die zwei habe ich schon gekillt. Was ist hier oben? So, Terra ist in ihrem Lagerhaus im Megaris. Bereit zur Enthüllung. Enthüllen. Der Kosmos fordert das Wissen über die Geheimnisse in den Herzen der Menschen ein. Deshalb schneide ich sie auf. Okay, sehr geil. Sotera. Verfolgen. Okay, weiter haben wir hier nichts. Das sind alles hier... Hier können wir nur Hinweise finden bis jetzt. Cool gemacht, auf jeden Fall. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle aber einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich werde nach Megaris porten. Keine Ahnung. Und werde mal schauen, ob ich die Bitch hier killen kann. Und was dann auch passiert. Wir kriegen auf jeden Fall epische Rüstung dann. Die müssen wir uns auf jeden Fall mitnehmen, würde ich sagen. Gut, Leute, dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Like, Kommentar oder auch Abo da. Ja, ich weiß, es war ein bisschen lange Folge und ein bisschen viel Videosequenz, aber wir schauen natürlich in der nächsten Folge, dass wir wieder mehr Gameplay-Material zeigen. Bis dahin, viel Spaß auf meinem Kanal, Leute. Ciao, ciao, euer Andi.